Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Und zwar gab es vor einigen Wochen schon mal ein Video dazu über die derzeitige Situation von Loredana Cefi. Und zwar wurde sie vorübergehend festgenommen, wurde danach aber wieder direkt wieder freigelassen. Mittlerweile gibt es wieder neue Informationen. Der Staatsanwalt hat die Konten von Loredana Cefi eingefroren, ja. Und zwar gibt es mehrere Plattformen, die jetzt über dieses Thema wieder berichtet haben. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen und Wochen und frage mich auch die ganze Zeit, warum so viel geschrieben wird, was nicht wahr ist. Aber jeder Mensch, verdammt nochmal, der mich kennt, weiß, dass ich nicht vor Probleme einfach weglaufe und ich sage, ey, kann mir jemand helfen abzuhauen? So, nee, mache ich nicht, ich hau nicht ab, ich bin hier, um dafür gerade zu stehen und ich bin hier, um, wie gesagt, das Problem zu lösen. Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen hatten, Loredana Cefi hat ein Walliser Ehepaar um 700.000 Franken oder sogar auch mehr betrogen. Walliser oder Wallis, ich weiß nicht genau, das müsste, glaube ich, eine Stadt in der Schweiz sein, wenn ich mich da nicht irre. Wenn ja, bitte korrigiert mich. Und zwar hat sie da eine sogenannte Petra, wie das glaube ich in einigen Plattformen ein bisschen verlustigt wird. Diese Petra wurde auf jeden Fall um sehr viel Geld abgezogen, Freunde. Es war eine wirklich krasse Masche, wie die Loredana und ihr Bruder an diese Sache rangegangen sind. Am Anfang September hat sich die Frau Anna Landmann gemeldet. Sie ist in der Schweiz. Sie wollte mich da auch sehen. Sie hat mir gesagt, sie sei die Frau Anna Landmann. Und am Telefon, wenn sie in Deutschland war, hat sie immer unter Landmann abgenommen. Hat der Frau vertraut. Und zwar gibt es hier einen Bericht von der now.ch. Das ist, glaube ich, so eine Schweizer Magazin-Informationsplattform, sagen wir mal. Und zwar lese ich das mal kurz für euch vor, meine lieben Freunde. Protzen ist ihr halbes Leben. Jetzt muss die Luzerner Skandalrapperin Loredana Cefi 23 leer schlucken. Aus einem aktuellen Urteil des Kantonsgerichts Luzern geht hervor, dass die Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit der Ermittlung die Konten der Skandalrapperin gesperrt hat, meine lieben Freunde, ja. Also zu diesen Mitteln greifen die Untersuchungsbehörden, wenn der Verdacht besteht, dass Gelder oder Wertgegenstände aus einem Verbrechen stammen. Auch auf ihr Tresorfach bei der Bank hat die Frau Mitte Mai keinen Zugriff mehr. Oha, Freunde. Dementsprechend sieht die Situation mittlerweile schon viel krasser aus. Ich melde mich heute leider nicht für eine gute Nachricht. Und zwar habe ich die ganzen Festivals abgesagt. Natürlich habe ich mich darauf gefreut, mit euch zu feiern, mit euch richtig Party zu machen, aber es ist einfach gerade nur der falsche Zeitpunkt. Laut dem Bericht hat sich kosovo-stämmige Rapperin gegen die Beschlagnahmung gewehrt, ja, also krass. Loredana kann sich offenbar keinen Anwalt leisten. Erstaunlicherweise stellt die Anwalt in diesem Zusammenhang ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Diese erhält, wer sich keinen Anwalt leisten kann und keine Gerichtskosten tragen kann. Mitte Mai hatte Loredana alle Festivalauftritte für dieses Jahr abgesagt. Ja, meine lieben Freunde, auf jeden Fall ist der Fall wieder noch weiter ins Rollen gekommen und zwar, ja, ich glaube, die Gerechtigkeit muss mal wieder siegen, Freunde. Die Rapperin ist, ja, wie sie schon selber in einigen Videos betont hat, kein unbeschriebenes Blatt und ist natürlich, zugegebenermaßen gibt sie auch zu, dass sie schuld ist und das finde ich auch einigermaßen ziemlich korrekt von der Rapperin. Wie hat euch das Video gefallen, meine lieben Freunde? Würde mich mal freuen, was ihr davon hält. Schreibt mir ruhig einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr auch Lust habt und bleibt wieder regelmäßig am Start und bis die Tage, meine lieben Freunde. Peace and out.